Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale Heart of the Winter. Beim letzten Mal haben wir ja das Kapitel mit der Karawane abgeschlossen. Wir haben die letzten Orks und den bösen Oger, der uns so vernichtend zunächst geschlagen hatte, erledigt. Zwischenzeitlich war Lariel auch noch einmal aufgestiegen. Das habe ich jetzt mal durchgeführt. Sie hatte vorher 10 Lebenspunkte, hat jetzt 18. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Stufe 2 hat sie jetzt und ja, bei den einzelnen Rettungswürfen gucken wir dann entsprechend, wenn wir es brauchen, wo sich was verändert hat. So. Die anderen sind alle noch nicht so weit, also er braucht noch bis 2250. Der braucht bis 2000, der ist, glaube ich, als nächster dran. Sie bei 2,5, sie bei 3, sie ist ja jetzt gerade aufgestiegen. 2,5, 2,5, na gut. Dann schauen wir mal in euer Gepäck. Wir haben hier einmal eine Vorratsliste. So, die sollen wir an Pommab überbringen. Und zwar ist das eine Lieferliste. Dieses schlichte Stück Pergament enthält eine Ausrüstungsliste, in der unter anderem von Seillängen, Rationen und Fackeln die Rede ist. Auf der Rückseite der Liste hat jemand eine kurze Notiz gekritzelt. Pommab, in Anbetracht der Tatsache, dass ihr euch angeboten habt, die Ausrüstung für unsere Expedition nach Kuldahar bereitzustellen, habe ich eine Liste von der von uns benötigten Gegenstände zusammengestellt. Die von euch gelieferte Ausrüstung ist hoffentlich von guter Qualität und nicht so ein Schrott wie die Sachen, die ihr mir für meine letzte Expedition angedreht habt. Roger. Rodger. Ne, Rodger heißt er. Sag mal Roger. Rodger. Wunderbar. So, und das andere ist... Was für ein Ding? Der Karawanenvertrag. Das war das, was wir in der Höhle noch gefunden haben, wo ich da letztes Mal gedacht habe, wir müssten das irgendwo abgeben. Ging ja da um die Lieferung für die Stadt hier aus Kardinival kam. Und die ja da leider nie angekommen ist. Gut, du hast auch noch einen Heiltrank. Du hast auch noch einen Heiltrank, das finde ich schon mal ziemlich gut. Wie sieht es bei dir mit Pfeilen aus? Könnten wir vielleicht mal vorsichtshalber ein paar auf Vorrat holen. Du hast auch noch einen Heiltrank. Was haben wir denn hier drin? In der Edelsteintasche dürfte eigentlich nichts drin sein. Genau. In der Schriftrollenkartusche haben wir Schutz vor Versteinerung und Alp. Alp ist für Nekromanten. Schutz vor Versteinerung ist... Keine Ahnung, für wen das am besten geeignet ist. Ein Bandzauber. Vielleicht dann doch für den Paladin. Kann der Paladin das lernen? Der Gerwald? Das wäre ja interessant. Können wir das mal ausprobieren? Das probieren wir jetzt mal aus. Das gebe ich mal dem Nekromanten und das gebe ich mal dem Paladin. Nein, er kann es nicht lernen. Er könnte es lernen. Wollen wir es mal versuchen? Wir versuchen es mal, ob er die Magie in sein Magiebuch schreiben kann. Daumen drücken. Jawohl, hat geklappt. So, und bei dir das gleiche mit dem Alp. Hat auch geklappt. Das ist ja schon mal sehr schön. So, dann haben wir bei dir alles durch. Ja, ihr müsst dringend mal eine Fernwaffe bekommen, eine Schleudern, also eine richtige Schleuder wäre ja gut. Ich habe immer gedacht, hier Stabschleuder, das hätte auch irgendwas mit dem Schleudern zu tun, aber man kann wohl den Stab schleudern, so ist das wohl gemeint, im Angriff. So, unser Nekromant, der Kurulas, hat noch eine Tranktasche dabei und die ist im Moment leer, ja, 714, also richtig was zu verkaufen haben wir nicht. Von der Ausrüstung her würde ich auch meinen, bleiben wir zunächst einmal so. Also ein paar Pfeile hole ich noch.
Und dann gucken wir mal, ob wir noch Tränke bekommen. Und wenn wir das alles haben, dann machen wir uns auf den Weg. Alle zusammen. Jawohl! Dann machen wir uns Hallo. Jetzt geht das wieder nicht. Prima. Ganz toll. Machen wir es eben so. Ich glaube, da war Pommer. Dann machen wir uns auf den Weg und gehen zur Karawanserei. Nicht zur Karawane, sondern zur Expedition. Nehmen wir an der Expedition teil. Meine Güte, was rede ich heute wieder für ein Bockmist? Na, wollt ihr nicht rein? Ich weiß, der ist unhöflich, aber so schlimm ist der ja nun auch wieder nicht. Ihr wollt ja nur was von dem kaufen. Und vielleicht, er wollte ja auf die Expedition mit. Vielleicht trifft ihn ja mal so ein hinterhältiger Pfeil. Ach, die Taverne. Oh, ja. Ja, nein, da gehen wir jetzt erstmal nicht rein. Das, oh, ja. Besser mal nicht. Jetzt verstehe ich, warum ihr da nicht rein wolltet. Ich bin bereit, Kommandant. Der Gerwald, der meinte wohl, wir sollten es lieber lassen. Ach du, hol du dir mal deine Pfeile. Geh mal hin und hol dir mal deine... Kannst du das nicht? Geh doch mal darüber, geh mal dahin. Und jetzt sprich ihn mal an. Warum geht das nicht? Komisch. Ich bin bereit für Abenteuer. Klar. Was ist denn hier los? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, geht nochmal raus und wieder rein. Also irgendwo stimmt da manchmal nicht. Komisch. Jawohl. Ha, komisch. Ha, ha. Jawohl. So. Und sprechen. Nö, ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. Ich mach's. Ich werd verrückt. Wieso klappt das nicht? Merkwürdig. Ich speichere mal zwischen. Gibt's auch nicht. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhalst. Nö, ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. Ich mach's. Jawohl. Ha, ha, ha. Da können wir uns umgucken. Das ist ja alles schön und gut, aber... Ja? Wie wär's denn, wenn du einfach mal dahin gehst? Na, also, geht doch. Weiß ja auch nicht, warum das manchmal so hakelt. So. Können wir was kaufen? Ja, also die Vorratsliste können wir ihm verkaufen. Will aber nicht kaufen. Nee. Will er nicht kaufen. Pfeile hätten wir gern. Und zwar für unsere Elfi. So, kriegst du nochmal 3 Stacks Pfeile da dazu? Ja, prima, das reicht uns auch schon. Ich schätze, ich muss eine Weile die Vorratsliste drücken wir ihm noch in die Hand, damit er weiß, was er auszurüsten hat. Und jetzt gehen wir nochmal rüber zum Tempel. Und zwar per... Ich denke Kartenlink, das ist war nur ein Scherz. Zurzeit am ich einfachsten. Und dann will ich mal gucken, was für Tränke es da noch gibt, in was wir da investieren können. Dann werden wir noch eine Runde schlafen. Wird auch wichtig sein. Und dann gehen wir zurück zu Rodgar. Dann sind wir nämlich soweit. So, da steht der gute. Nö, ich denke gar nicht dran. War nur ein Scherz. Eure Reise hat euch wieder zu diesem Tempel geführt. Was wollt ihr? So. Ja, Heilung wollen wir nicht. Wir möchten mal gucken, was du so für... Die willst du auch nicht haben. Was du so für Tränke hast. Also 3 Heiltränke haben wir. 67 Gold. Und wir haben nicht so viel, ne? Vielleicht wäre es ganz gut, mal 2 Gegengift zu haben. Vorsichtshalber. Und nochmal 2 Heiltränke.
Heilungselixier ist ein bisschen teuer, das ist auch nicht so viel besser. Also 10 Trefferpunkte gegen 9 Trefferpunkte. Also da ist der, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Bringt das nichts. Mamas Tee. Leichte Wunden heilen kann man lernen, zum Beispiel. Gift verlangsamen könnten wir lernen. Mittelschwere Wunden heilen. Fluch brechen, Lähmung, Krankheit heilen. Stein zu Fleisch, Tote erwecken. Wenn das einer könnte, das wäre natürlich geschickt. Aber wir haben schon gar nicht mehr so viel Geld. Und die große Heilung. Hui, ja. Und die Auferstehung. Schriftrollenschatulle haben wir bereits. Ich denke, das sollte es dann mal gewesen sein. Und. Was brauchst du, Kumpel? Da zeige ich mal dein Inventory und ich schlage vor, wir geben das mal in die Tranktasche. Wird es doch die Tranktasche? Nee. Die hatte unser Corulas. Okay. Auch gut. So, packen wir mal rein. Sehr schön, dann haben wir das soweit. Ich speichere lieber nochmal zwischen, weil das heute irgendwie so ein bisschen hakelig ist, das Programm. So, dann begeben wir uns jetzt alle mal ins Gasthaus und regenerieren uns sowohl Gesundheit als auch unsere Mana-Punkte, damit wir dann gut vorbereitet sind und zur Expedition aufbrechen können am nächsten Morgen. Aber schön, dass schon zwei Leute aufgestiegen sind. Also es ist ein bisschen mühsam, das muss man sagen. Aber so nach und nach macht sich das. Und die Herausforderung bei Kämpfen ist dann halt ein bisschen größer. Ja, das ist in Ordnung, denke ich. Ja, das denke ich auch. Was kostet ein Zimmer, Queen Bey? Ich denke, wir werden nochmal... Artlich können wir hier nicht uns nochmal eine richtig schöne Erholung... gönnen, mieten uns mal ein schönes Händler-like-Zimmer. Ich bin bereit für Abenteuer. Und können dann jetzt auch schon wieder aufbrechen. Ja, ich bin heute etwas vorsichtig mit der Speicherei, wie ihr seht. Wolltet ihr was von uns? Nee. Und die immer noch hier mit dem Eichhörnchen. Was macht ihr denn da mit dem Eichhörnchen? Ja, wenn du groß bist, wirst du auch Abenteurer. Wie schön. Du kommst von weit her, ne? Nimmst du mich Huckepack? Nee. Ist das eine echte Klinge? Was willst du denn jetzt schon wieder? So, Rutger. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Wir sind dann mal soweit.